Ihn verbindet man ganz sicher mit Architekturgeschichte und Baugeschichte im Schleswiger Grenzland wie keinen zweiten. Ich glaube, das letzte größere Werk, das viele gelesen haben, war die Darstellung zu norddeutschen Bauernhöfen. Heute geht es weniger ländlich zu. Insgesamt, es geht Grenzland, Architektur insgesamt. Spannendes Thema, wie ich glaube. Und gerade hier in Kiel oft so ein bisschen vernachlässigt, denn der Landesteil Schleswig ist davon hier aus gesehen schon sehr weit weg. Ja, was kann man zu Peter Drausbo sagen? Er ist wirklich Urgestein der schleswigschen Geschichtslandschaft und vor allem auch der deutsch-dänischen Landschaft. Ich kenne leider umgekehrt wenig deutsche Historiker, die so aktiv in Dänemark sind, wie Peter Drausbo es an Aktivitäten hier in Deutschland zeigt. Da kann man vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Und oft auch sprachliche Probleme spielen eine Rolle. Herr Drausbo hält seinen Vortrag, wie immer muss man fast sagen, auf Deutsch. Großes Entgegenkommen, finde ich. Man kann ja, wenn man sich für die Geschichte interessiert, auch mal ins Dänische rantasten. Zumindest, dass man es lesen kann, sage ich zu diesen Gelegenheiten immer sehr gerne. Gut, das soll an Vorstellungen genügen. Peter, bitteschön. Ich darf jetzt sagen, noch einmal kurz Sie bitten, sich hier einzutragen. Das ist für die Statistik. Ja, meine Damen und Herren, ich bedanke euch alle, dass Sie hier gekommen sind und auch natürlich aber zuerst Dr. Schürmann, die mich begrüßt hat. Ich habe versprochen, über Grenzlandarchitektur und Nationalstaatsgedanken zu sprechen. Und das ist eigentlich ein Thema, das mir aufgekommen ist, seitdem ich seit 10 oder 12 Jahren mit dem Architektur vom Schleswig, das heißt Nordschleswig und Südschleswig, mich herangezogen, also die versäumte Kulturerbe, das heißt Industriegebäude von Dänemark, Eisenbahnstädte von Jütland und so weiter, das Tübenhaus von dem 1950er und 60er Jahren von ganz Dänemark und natürlich auch die deutsche Architektur in Nordschleswig, das eigentlich bis fast heute so ein bisschen herabgesehen wurde, vernachlässigt, fast keinen Denkmalschutz. Es war aus dänischer Seite ein bisschen als die Kulturerbe der anderen sein. Das alte Feindbild ist ja so weniger und weniger fast am Ende jetzt, aber jedoch finde ich, dass die dänische Architektur in Schleswig-Holstein ist ja eigentlich von den Schleswig-Holsteiner ganz gut bewahrt, aber dafür von den Dänen fast vergessen. Also nicht viele Dänen wissen, dass das beste dänische Architektur überhaupt liegt an der Elbe. Ja, und so weiter. Und aber auch nicht viele Schleswig-Holsteiner wissen, dass das beste schleswig-holsteinische Architektur liegt in Tondern, das wichtigste in Tondern und Sonderburg. Fast auch Flensburg natürlich. So, ich habe mir ein Forschungsprojekt gemacht, Architektur bis zur Grenze, das von den Grenzlandarchitekturen in ganz Europa handelt. Und das ist eigentlich ein Teil einer Forschungsrichtung, das wir seit einigen Jahren haben, indem wir das schleswische Grenzland mit anderen Grenzländern zusammengleichen. Wir haben eben jetzt ein Projekt über einen Vergleich der verschiedenen Volksabstimmungsgebieten nach dem Ersten Weltkrieg. Und das war nicht nur hier, das war, wie Sie natürlich auch wissen, auch in Ost- und Westpreußen, in Oberschlesien, in Kärnten und Burgenland. Also dass unser Projekt jetzt binden zum ersten Mal
diese Gebiete zusammen und schreibe die gesamte Geschichte. So, die Aufgabenstellung des Projektes Architektur bis zur Grenze, das besteht in der Durchführung der ersten vergleichenden Studie in den europäischen Nationen über die Nutzung von Architektur als nationales Symbol in Grenzregionen oder in annektierten und umstrittenen Gebieten. Der Fokus liegt dabei in der Zeit der Nationalromantik, das heißt um 1890 bis 1914, aber es soll auch die Nutzung nationaler Architektur in der Zeit nach 1920 umfassen, insbesondere mit Blick auf die Grenzverschiebungen und die Staatenbildungen nach dem Ersten Weltkrieg. Als Resultat kann erwartet werden, als Anregung zu betrachten, dass die Studie zur Beantwortung der folgenden Fragen beantragen können. In welcher Weise haben Nationen Architektur als Symbol benutzt, insbesondere in Grenzgebieten? Welche Formen von Staatenbildung und nationalen Projekten haben zu gleichen oder zu verschiedenen Formen der Architekturnutzung geführt? Kann die Nationalromantik mit bestimmten Staatenbildungs- und Nationenprojekten verbunden werden? Und schließlich, aber nicht weniger entscheidend, wie ist die deutsche und die dänische Architekturpolitik in Nordschleswig-Sönderjylland vor und nach 1920 in einen gesamteuropäischen Zusammenhang einzuordnen? Zuerst, was ist eine Nation? In der Nationalismusforschung hat es generell zwei Hauptfragestellungen gegeben. Bei der einen handelt es sich darum, in welchem Umfang die Errichtung von europäischen Nationalstaaten primär auf den Nationalismus als Konstrukt beruhen, das heißt als einen invented tradition oder imagined community, oder ob die Nationalismen, indem sie gleichzeitig ihre spezifischen Formen annahmen, auf einem Kern gemeinsamer Sprache, Literatur und Symbolik beruhen. In diesem Zusammenhang ist inzwischen eine andere Frage auch gestellt worden, die für das hier vorgestellte Thema eine noch höhere Relevanz hat. Es handelt sich hier um das Verhältnis von Staat und Nation und die Differenzierung zwischen dem Prinzip der Kulturnation, das heißt Nation ist gleich Staat, und dem Prinzip der politischen Nation, das heißt Nation ist gleich politischer Wille. Oder wie es auch präzisiert worden ist, dass die westliche politische Nation, zum Beispiel Frankreich und auch im großen Bezug England, ist ein State into Nation und die östliche, mitteleuropäische und nordische kulturelle Nation, Nation als Kultur, Nation als Culture. Dabei gleichen sich ja die nordischen Länder mit Deutschland. Der entscheidende Punkt liegt darin, dass sich die Kulturnation vorzugsweise über ausgewählte, ja, sie können umdefiniert oder erfunden sein, aber dennoch Symbole legitimiert, die vermitteln, dass die Nation entweder alte Wurzeln habe oder neuere Wurzeln, die aber wie alte erscheinen. In der kulturellen Nation legitimiert sich Macht nur, wenn der Staat es vermögt, die politischen Identitäten der Bürger, die mit dem Staat verbunden sind, mit ihrer kulturellen Identität, die mit der Nation verbunden ist, zu vereinen. Die nationale Symbolik, die den Bürgern gegenüber das kulturelle Fundament der Nation konkretisieren soll, muss deshalb aus realen oder immateriellen und ideellen Kulturelementen entnommen sein. Während die Symbolik, die in gleicher Weise die Bürger mit dem Staat verbindet, Kulturelemente benutzt, die man als die den Nationalstaaten gemeinsamen Beugungsmuster von nationalen Symbolen bezeichnet hat, Flagge, nationale Lieder, Institutionen und Titel, all das, was alle Nationen zugehörig sind und so gleich sind überall. Das Arsenal, aus dem die kulturellen Nationen insbesondere ihre Symbolik bezogen haben, ist die Volkskultur. Dieser Begriff kann bis zu Johann Gottfried Herder zurückgeführt werden, der sich mit der Entdeckung einer echten, aber verlorenen Welt des Volkes, dieses Begriffs in der Zeit eines universellen Klassizismus der Aufklärung bediente,
indem er vor der einen jedem Volk eigene Volksseele und einen Volkscharakter sprach. Überall in Europa machten sich im 19. Jahrhundert Erforscher des Volkslebens daran, nach der Volkskultur zu suchen, die mit der existierenden oder mit der erhofften zukünftigen Nation verbunden werden konnte. Sie suchten vor allem in Sagen und Volkserzählungen, Musik- und Gesangtraditionen, in ländlichen Baustil und der Trachtenkultur. In den großen Weltausstellungen präsentierten die Nationen ihre Volkskulturen als Symbole eines friedlichen Wettbewerbs. Aber während die Volkskultur gleichzeitig auch als Argument gegenläufiger Nationenprojekte im Streit um das beanspruchte Territorium und um die wahre Grenze genutzt wurde, oft aggressiv, expansionistisch, obgleich Herder selbst von der Gleichberechtigung der Völker gesprochen hat. Das war eine Diskussion vom Begriff Nation. Dann, was ist Nationalromantik? Ja, zugleich mit dem wachsenden Interesse für die Vergangenheit entstand eine lang anhaltende Auseinandersetzung mit der Architektur des universellen klassizistischen Zeitalters. Daraus entstand der Historizismus, der sich auf dem europäischen Festland im Laufe der 1840er oder 50er Jahre durchsetzte. Auf eine Art war der Historizismus ein Volkstreiber der Romantik, die eine herdersche Vielfalt in ihren Stimmungen und Assoziationen legitimiert hat. Wo die Aufklärung für das Universelle und Allgemeinmenschliche gestanden hatte, stand die Romantik und damit der Historizismus für das Individuelle und Pluralistische. Mit der Vielfalt wurden den Stilarten zugleich unterschiedliche Wertkriterien zugelegt. So wurde beispielsweise die Gotik in England als der wahre christliche Stil hervorgehoben. Auf diese Weise wurde die nationale Symbolik in Kunst und Architektur eingeführt. Die Stilarten wurden vor allem dazu benutzt, als Symbol für die wahre Seele der Nationalstaaten zu dienen. Und besonders die Gotik wurde in vielen Ländern vor allem zum Symbol gegenüber dem vorangehenden Klassizismus. In Deutschland wurde die Bewegung zum Weiterbau des Kölner Doms bald schon mit dem Altdeutschen verbunden. Während die Gotik in Schweden Ausdruck des Traumes von einer gotischen Vorzeit wurde, so wie die Ortsnamen als Gotland, Götaland, Gotenburg und so weiter und so weiter. Es waren damals viele Goten in Europa. Aber war das nun Nationalromantik, also in der Mitte des 18. Jahrhunderts? Nein, eigentlich nicht. Eine Reihe von Architekturforschern hat diese frühe Suche nach einem nationalen Stil in Historizismus mit dem Begriff Nationalromantik zusammengefasst. Aber der Begriff Nationalromantik wurde erstmals in den 1920er Jahren von dem schwedischen Kunsthistoriker Jonny Roswall eingeführt und mit dem neuen Nationalismus in der Architektur einer Reihe europäischer Länder in der Zeit zwischen 1890 und 1940 verbunden. Und jetzt meine ich, dass dänische, norwegische und deutsche Architekturhistoriker alle diese Bezeichnung teilen. Ein dänischer Architekturhistoriker hat dabei hervorgehoben, dass der schwedische Nationalismus in der Architektur gleichzeitig mit der dänischen Nationalromantik kurz vor 1900 begründet wurde. Und auch der schwedische Kunsthistoriker Bo Grandin spricht von einem eher genuin schwedisch-nationalen Stil nach 1890. Andere betonen eher die finnische Nationalromantik als das am stärksten ausgeprägte Beispiel dieser Architekturströmung. Also die Nationalromantik der Jahre um 1900 war keine direkte Fortsetzung des vorangegangenen Interesses des Historizismus für nationale Stilarten. Nämlich zwischen der Mitte und dem Ende des 19. Jahrhunderts liegt vielmehr eine lange Periode, in der die europäischen Nationalstaaten vor allen Dingen auf dem Gebiet der Zivilisation konkurrierten. In Dänemark ist diese Periode durch die sogenannten Europäer mit Ferdinand Meldahl an der Spitze gekennzeichnet.
Aufgrund der kunsthistorischen Forschung war der Wahlfreiheit des Historizismus, dem sogenannten Eklektizismus, eine Grundlage geboten. Die nationalen Ausformungen der Stilarten wurde dabei klar als eine Stufe oder eine war ja schon einer größeren Entwicklung gesehen. Daraus entwickelte sich die Erkenntnis, dass nationale Vorbilder, mit einem Wort des dänischen Kunsthistorikers Julius Lange, nicht länger hinreichend waren. Damit begann eine internationale Stilperiode, in der die Länder in hohem Maße um den Grad der Zivilisation in Bildung und Entwicklung konkurrierten, ganz der in der Wissenschaft vorherrschenden Evolution verpflichtet. Alle kennzeichnen sich durch die großen Stilarten. Für Deutschland heißt das, dass in den neu eingegliederten Provinzen Schleswig und Holstein nach 1864 sowohl als Elsass-Lothringen nach 1870 in den ersten Jahrzehnten bei öffentlichen Bauten kein einziges Mal nationale Stilarten angeboten wurden. Daran komme ich später zurück. Hier ist ein Beispiel. In Straßburg ganz undeutsch. Während sich der Gebrauch nationaler Motive in der Architektur der europäischen Länder um 1850 im stärkeren Maße auf dem Verständnis begründete, welchen Platz die einzelnen Nationen in der Reihe der großen Stilarten einnahmen, war die neue Nationalromantik in den Jahren bis zum Ersten Weltkrieg von zwei Charakteristika geprägt. Zum einen war sie im Verhältnis zu ihren historischen Vorbildern freier und selbstständiger. Vor allem, weil sie ein Teil einer gesamteuropäischen Reformbewegung, die zugleich zivilisationskritisch, zum Beispiel die englische Arts and Crafts Bewegung, und eine Abrechnung mit einem kunsthistorischen korrekten Historizismus war. Zum anderen war die neue Nationalromantik sehr viel breiter bei der Suche nach seinen Inspirationen aufgestellt. Die dadurch von Land zu Land entstehenden Variationen hatten ihren Ausgangspunkt in nationaler und regionaler Architektur. Dabei benutzte sie auch Vorbilder neueren Datums und zugleich sog in hohem Maße die Volkskultur an die Quelle heran, etwa den vorindustriellen Baustil. Die Nationalromantik ging dabei Hand in Hand mit der Gründung von Volkskunde und Freilichtmuseen. Auf diese Weise war die Nationalromantik nicht nur ein Stil, sondern zugleich ein Teil einer nationalen Selbstvergewisserung, der sich durch eine meist subjektive Interpretation echter oder vermeintlicher nationaler Eigenschaften ausdrückt. Was die Nationalromantik in diesem Zusammenhang interessant macht, ist die Tatsache, dass eine Reihe europäischer Staaten in dieser Periode eine nationale Architekturpolitik formulierten oder anwandten, die zwar in den Zentren der Staaten entwickelt wurde, aber die vor allem in national umstrittenen Grenzgebieten angewandt wurden. Es zeichnet sich ab, dass ein Zusammenhang zwischen der Struktur und dem Selbstverständnis der Nationalstaaten auf der einen Seite und der Entwicklung einer nationalromantischen Architektur und dem Grad ihrer Anwendung als Machtdemonstration an den Grenzen des Staates auf der anderen Seite gibt. Ja, wer hat von diesem Thema schon geschrieben? Ja, die anregendste und dabei auch als einzig übergeordnete Studie dieses Untersuchungsfeldes stammt von der amerikanischen Professorin Barbara Miller-Lane. Unter besonderer Berücksichtigung des Zusammenhangs zwischen Architektur und Politik in Deutschland im 20. Jahrhundert erschien ihr Hauptwerk Nationalromantik, also in Englisch National Romanticism and Modern Architecture in Germany and the Scandinavian Countries im Jahre 2000. Abgesehen von der zumindest aus dänischer Perspektive ungewöhnlichen Gleichsetzung von nordischer und deutscher Nationalromantik, ja, wir haben das immer, ja, Deutsch und Dänisch, das ist. Aber Sie sehen, ja, das ist ja eigentlich sehr geistesverwandt. Und sie nimmt auch zur Frage der nationalromantischen Stile und der Heimatarchitektur als konservative oder progressive Entwicklungen Stellung.
Wenn die meisten deutschen Forscher vielleicht aus Angst vor allem Braunfleckigen üblicherweise die Nationalromantik und den Heimatschutz eindeutig als rückwärtsgewandt und reaktionär kennzeichnen, hebt Barbara Miller-Lehn hervor, inwieweit diese Strömungen in hohem Maße auch Teil einer Reformbewegung waren, ohne die der Weg zur modernen Architektur nicht denkbar wäre. Und so zum Beispiel der Architekturhistoriker Hans-Günther Andresen, besonders hier aus Kiel, ist ja auch einer der wenigen, der Heimatschutz und alles auch als progressives Element hervorgehoben hat und immer davon geschrieben hat, wo viele andere deutsche Architekturhistoriker sich von dem Ganzen abgelehnt haben und sagen, ja, Reaktionär und Kaiser Wilhelm so einen Vorhitler genannt haben. In diesem Zusammenhang besonders interessant ist, dass Barbara Miller-Lehn die nationalromantischen Stile im Bezug zum nationalen Selbstverständnis der Länder setzt. Die deutsche Nationalromantik, die nicht zuletzt in den großen Nationaldenkmalen ihren Ausdruck gefunden hat, sieht Miller-Lehn als ein Zeichen dafür, dass die, jetzt übersetze ich in Deutsch, dass die Vereinigung von Deutschland nicht das Problem der deutschen Nationalidentität gelöst hatte. Die nationale Monumente war der andere Seite des Münzes von einem Fehlen der zustimmenden Einigkeit über, was denn eigentlich die Nation war. Einen besonderen Fokus legt Miller-Lehn in diesem Zusammenhang auf den Versuch Kaiser Wilhelms II., einen deutschen Nationalstil zu formulieren. Nach seiner Thronbesteigung 1888 engagierte sich der Kaiser in starkem Maße in der deutschen Kulturpolitik, darunter auch in der Architekturpolitik. Ja, er hat über 2000 öffentliche Gebäude sich darin gemischt und einige Stempel und Merkmale dazu gefügt. In Zusammenarbeit mit dem Architekten Franz Schwechten entwickelte er erstmals bei der Planung der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin einen neuromanischen Stil, der von den romanischen Kirchen entlang des Rheins, den Kaiserpfalzen in Goslar, Burg Dagwalrode und anderen Bauwerken, die mit dem römisch-deutschen Kaiserreich des Mittelalters in Verbindung gebracht werden konnten, inspiriert war. Auf diese Weise versuchte Wilhelm II. Sein Haus Hohenzollern zu legitimieren und eine Kontinuität zu den Kaisern des Hauses Hohenstaufen herzustellen. Miller-Lehn sieht in der Architekturpolitik des Kaisers ein Glied in den Bestrebungen des Deutschen Reiches, älteren regionale Bindungen zu überwinden. Für Deutschland und für die skandinavischen Staaten betont sie die Nationalromantik als einen Ausdruck einerseits für die Bearbeitung der späten, dann aber schnellen Industrialisierung und andererseits für die unsicheren Grenzen dieser Staaten, was sich auf mangelnde Selbstständigkeit, verlorene Provinzen oder das Vorhandensein von Volksangehörigen außerhalb der Grenzen des eigenen Staates beziehen konnte. Daraus entwickelte sich nach Miller-Lehn die Suche nach der Vorzeit und ein besonderes Gewicht der Volkskultur als Argument. Ja, während sich die Forschungen von Miller-Lehn auf das Verhältnis von Architektur und Nation insgesamt beziehen, richtet sich der Blick anderer Studien auf den Gebrauch von Architektur als nationale Symbolik und Machtdemonstration in Grenzgebieten. Die wichtigste Studie in diesem Bereich ist die Arbeit des Architekturhistorikers Nils Wilken in Saarbrücken. Das heißt Architektur im Grenzraum, das öffentliche Bauwesen in Elsass-Lothringen 1871 bis 1918. Die Untersuchung beschäftigt sich mit bemerkenswerter Genauigkeit des gesamten öffentlichen Bauwesens in den beiden Provinzen, die nach dem Deutsch-Französischen Krieg eingegliedert worden waren. Zusammengefasst weist er 4 Stadien im öffentlichen Bauwesen in diesen Provinzen nach. Zuerst eine Übergangsperiode, in der die Architektur weiterhin von der Ausbildung der einheimischen Architekten in Paris geprägt war. Anschließend folgte eine Periode, in der das Deutsche Reich bei der Anlage neuer Stadtteile und bei öffentlichen Gebäuden den allgemein europäischen Modellen der Architektur und Stadtplanung folgte.
Und das heißt auch das neue Straßburg, wo die meisten öffentlichen Gebäude im so italienischen Renaissance, französischer Barock, norditalienischer Gotik, es war nicht deutsch. Aber ab 1890 begann eine neue Periode, in der eine Reihe von Bauwerken und Stadtquartieren von Kaiser Wilhelms nationalkonservativen Architekturprogramm geprägt waren und schließt. Und hier sieht man die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, wo Franz Sexen so eine ganze hohenstaufisch-romanische Bauensemble geschaffen hat. Das ist ja alles weg jetzt. Aber das war das Vorbild für, was eigentlich später hier zum Beispiel in Metz gebaut wurde. Der Bahnhof von Metz war ja eine wirklich persönliche Einsatz von dem Kaiser und in diesem romanischen Stil ausgeführt. Ein anderes Beispiel ist ja hier, das Postamt von Metz steht jetzt unter französischer Denkmalschutz, auch hier. Metz war ja französischsprachig und daher am meisten umstritten von ganz Elsass-Lothringen. Und eben diese Stadt wurde als deutscher Schwerpunkt ausgewählt und daher mit dieser Architektur versehen, die sonst nur um die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche im Kurfürstendamm versehen war. Wirklich interessant. Das ist was ganz anderes, das komme ich zu, aber ich weiß, auch die großen Burgen wurden ausgewählt, dazu kam ich auch. Ja, eigentlich, ich kehre zurück. Und schließlich waren die Bauwerke in Elsass-Lothringen in den Jahren vor 1914 zunehmend vom Eintreten der Heimatschutzbewegung für die regionalen und lokalen Traditionen gekennzeichnet. Die Architektur als deutsche Machtdemonstration in Elsass-Lothringen war somit mit einem verhältnismäßig kleinen Teil der gesamten öffentlichen Bautätigkeit verbunden. Mit Wilhelms staufisch-romanischer Architektur, die vor allem in der Stadt Metz zum Tragen kam, da diese Stadt das Zentrum des französisch sprechenden Teils Lothringens war und gerade deshalb als ein deutsches Zentrum mit neuen Stadtteilen und Gebäuden ausgebaut wurde. Gleiches galt für die Stadt Posen, also Potsdam in Westpreußen, der Hauptstadt des eindeutig-polnischen Teils der polnischen Provinzen Preußens. Ebenso wie in Metz wurden hier eine Reihe öffentlicher Gebäude im neuromanischen Stil, einschließlich des kaiserlichen Schlosses, errichtet, das in hohem Maße nach den persönlichen Wünschen des Kaisers gestaltet wurde und dessen Symbolik altdeutschen Visitenkarte, das ist ein Zitat, der neuen Hauptstadt des germanischen Ostens gleichkam. Ein anderer Aspekt der kaiserlichen Architekturpolitik galt der Restaurierung von Burgen als nationalen Denkmalen. An erster Stelle der Marienburg in Ostpreußen, das ist Malbork in heutigen Polen, und der Hochkönigsburg in Elsass. Diese Burgen sollte ein Bollwerk des Deutschen Reiches nach Osten und Westen darstellen. Sie wurden aber im Gegensatz zu den neu errichteten öffentlichen Bauwerken nicht außerhalb des deutschsprachigen Gebiets errichtet. Also die Leute von Marienburg und Vogesen, sie sprachen ja eigentlich Deutsch, aber in Metz und Posen waren ja nicht viele Deutsche. In Übereinstimmung mit Miller Lane spricht auch Nils Wilken von der Architekturpolitik des Wilhelm II. Als Ausdruck eines Herrschaftsanspruchs auf ein Grenzgebiet mit politisch schwierigem Status, kann man sagen. Also von Architektur als Legitimation in einer umstrittenen nationalen Situation. Dadurch betrachten beide Wissenschaftler die deutsche Nationalromantik auch differenzierter als die traditionelle Architekturgeschichte, wie zum Beispiel eine andere deutsche Architekturhistoriker, die architektonische Vision des Kaisers lediglich als antiquarisch verschrobene Germanophilie beschreibt hat. Eine entsprechende deutsche nationalpolitische Architekturprägung erfolgte in Schleswig, und dazu komme ich zuletzt mit Bildern. So wie in Elsass waren die ersten
25 Jahre staatlicher Bautätigkeit von gesamteuropäischem Historizismus geprägt und verstanden sich eher als Symbole eines neuen, effektiven Verwaltungsstaates, denn als nationale Symbole. Der Wendepunkt in der Entwicklung zu einer nationalpolitischen Architektur erfolgte mit dem Aufbau der Marinestationen der deutschen Hochseeflotte in Sonderburg und Flensburg-Mühlwijk. Deren Bauten sind von dem Architekturhistoriker Stefan Bölke Hildesheim beschrieben worden. Diese Untersuchung behandelt allerdings eher den Planungs- und Bauprozess beim Bau der beiden Marinestationen und betrachtet nur im geringen Umfang die Bauten in einem größeren nationalkulturpolitischen Zusammenhang. Obgleich sowohl der Kaiser als auch der Architekt Franz Fechten in den Planungen beteiligt waren, entschied man sich in Mühlwijk und Sonderburg nicht für den staufisch-neuromanischen Stil, sondern für eine norddeutsche Backsteingotik mit Vorbildern in den Hansestädten und den deutschen Ordensburgen, allen voran die Marienburg. Bölkes Studie gibt keine Auskunft darüber, ob es sich dabei um einen Ausdruck der Tatsache handelte, dass der Kaiser und sein Kreis aus den deutschen Ostseeprovinzen anerkannten, dass der römisch-deutsche Kaiser dort nur geringen Einfluss gehabt hatte und der Kaiser sich deshalb eher als Nachfolger des deutschen Ordens sehen wollte. Oder ob es die deutsche Marine mit Tirpitz an der Spitze war, die eine selbstständige Architekturpolitik formulierte. Ja, das muss mehr nachgewiesen sein. Im Folgenden will ich versuchen, Miller-Lanes, Wilkens und Bölkes Untersuchungen und die Diskussionen über Nationalromantik in Verbindung zu den einleitend dargestellten Nations- und Staatsbegriffen zu setzen. Eine vorläufige These lautet, dass im großen, hohen Maße möglich ist, die Nationalromantik in engen Zusammenhang mit dem kulturellen Nationsprinzip zu setzen. Daraus entwickeln sich in vergleichender Perspektive für uns eine Reihe neuer, interessanter Fragen. Zunächst die Frage, haben politische Nationen in gleicher Weise versucht, sich nationalsymbolisch darzustellen? Und wenn dem so ist, wie eindeutig kann Architekturpolitik in den einzelnen Staaten an die Definition des Staates als kulturelle oder politische Nation gebunden werden? Oder muss man eher von einer komplizierten und variationsreichen Wirklichkeit sprechen? Wie zuvor beschrieben, nahmen auch die ausprägenden Kulturnationen wie Deutschland, Dänemark und Schweden in der Zeit nach 1870 an dem Wettbewerb teil, den Entwicklungsstand ihrer Nation vorzuweisen. Dabei handelte es sich um ein Programm, das schon bei der vorangehenden Nationsbildung vorhanden war. So behaupteten etwa die deutsche und die schleswig-holsteinische Bewegung für sich eine höhere deutsche Sittlichkeit oder Bildungsstufe, denen gegenüber. Zum Beispiel ist Schleswig-Holstein mehr umschlungen, das heißt, dass deutsche Sitte hohe Wacht. Wenn der Klassizismus des 18. Jahrhunderts einen Universalismus auszudrücken versuchte, kann man feststellen, dass die europäische Architektur in der Zivilisationskonkurrenz der 1870er und 80er Jahre eine Parallelentwicklung vollzog. Demgegenüber standen die beiden Sonderentwicklungen der Nationalromantik in den Kulturstaaten. Wie aber drückten die politischen Staaten ihre tragenden Ideen in den Architekturen aus, im Zentrum oder in der Peripherie? Hier könnte eine Aufgabe sein, zu untersuchen, was eine ausgesprochene politische Nation wie Frankreich nach 1918 in Elsass-Lothringen gebaut hat, modern oder französisch. Ein anderes Beispiel sind die italienische Bauten in Südtirol nach 1918, die bald schon Ausdruck der Legitimierung einer italienischen imperialen Idee der Mussolini-Zeit in der Nachfolge des klassischen Rom waren. Eine weitere Facette ist, dass die Nationalromantik vor allem als etwas für den innerstaatlichen Gebrauch angesehen wird, einschließlich der umstrittenen Grenzgebiete, in denen es ja zu beweisen galt, dass sie organisch zum nationalen Kern gehörten. Demgegenüber steht ein Nationalismus, der vor allem auch den Imperialismus unterstützte. In den Kolonien der Koloniestaaten ging es nicht um die Behauptung eines gemeinsamen Volksursprungs beim Gebrauch der Nationalromantik,
sondern im Gegenteil um eine durch die großen Stilarten vermittelte Botschaft einer höheren Zivilisation. Oder um eine hybride Architektur, in der das Beste aus dem Heimatland mit dem Besten der Kolonien kombiniert wurde. So zum Beispiel die österreichisch-islamische Architektur in Bosnien oder Lidschens anglo-indische Architektur in Neu-Delhi. Als eine hiesige Parallele könnte es interessant sein, die staatliche dänische Architekturpolitik in Sønderjylland mit Bau oder Nordschleswig mit Bauten auf Grönland und den Färöern zu vergleichen. Wie hoch war der Anteil der dänischen und der modernen Architektur in unseren nordatlantischen Provinzen? Allerdings konnte auch imperialistische Staaten eine Nationalromantik ausbilden. Aber möglicherweise war sie in diesem Fall nicht national. Ein Beispiel wäre England, wo Morris und Ruskin durch die Arts and Crafts Bewegung die europäische Rückkehr zu vorindustriellen Traditionen erfanden. Man kann es allerdings auch als ein internes, antimodernes, reformistisches Projekt bezeichnen, einen Flucht aus der Industrialisierung, die seitdem die später industrialisierten Staaten inspiriert hat. Ein anderes Beispiel Österreich-Ungarn, wo sich der ungarische Nationalismus mit Formen der Nationalromantik verband, besonders im umstrittenen Siebenbürgen und anderen Randgebiete, während das Kernland Österreich sich auf den Kampf zwischen Historismus und Modernismus konzentrierte und wo der Versuch einzelner Architekten scheiterte, Zitat, den kosmopolitischen Fortschritt mit einer ländlichen Solidarität zu vereinen. Ein weiteres mit der Nationalromantik zusammenhängendes Thema ist deren Gebrauch als Widerstandsarchitektur im Rahmen von nationalen Unabhängigkeits- oder Wiedervereinigungsbewegungen in Europa. Widerstand gegen die politische Herrschaft war somit sowohl in der finnischen als auch der estnischen Nationalromantik erhalten. Vor 1914 war es das auch offensichtlich, dass stark französisch orientierte Kreise in Lothringen ihre politische Sympathien durch eine bewusst moderne französische Architektur ausdrückten. Zum Beispiel, dies ist ein Schloss einer französischen Industrieherr in Lothringen und das ist ganz parisisch, das ist ganz Lohmer, das ist ganz verschieden von den übrigen deutschen öffentlichen Gebäuden von Lorraine. Auch die dänische Bewegung in Schleswig griff bewusst auf dänische Architekten und dänische Architekturformen zurück. Ein letzter Aspekt der Nationalromantik ist deren Verhältnis zum Regionalismus, der gleichzeitig begann, die europäische Architektur und Bautradition zu prägen, mit der Heimatschutzarchitektur im deutschsprachigen Gebiet und dem sogenannten besseren Bauen in Dänemark als Beispiele für diese Entwicklung. Auch der Heimatschutzstil war ein Teil der Reaktion gegen die Moderne und das Internationale. Zugleich Reformbewegung und Reaktion. Im Grenzgebiet könnte als Unterschied ausgemacht werden, dass die Nationalromantik Ausdruck eines zentralen nationalen Projekts war, während die Regionalismen von doppelter Natur sein können. Zum einen in die Identitätsbehauptung gegenüber der Zentralmacht, zum Beispiel die Heimatschutzstil von Schleswig, Nordrhein-Holstein wurde besonders von als antipreußisch behauptet, also als eine Reaktion gegen den gesamtdeutschen öffentlichen Architektur der 80er und 90er Jahre. Aber zum anderen die Anpassung der Zentralmacht an das Regionale. Das heißt, in national umstrittenen Grenzgebieten könnte der Gebrauch regionaler Architekturformen durch die öffentliche Verwaltung deshalb von einer irredentistischen Minderheit, als zum Beispiel der dänische in Nordschleswig, als der Versuch angesehen werden, die Minderheit in die mehrheitskulturelle und nationale Gemeinschaft einzubinden. Während der gleiche Regionalismus, ganz gleich aussehende Regionalismus von der Minderheit genutzt werden konnte, um seine Zusammengehörigkeit mit einer auswärtigen Nation und Volk zu zeigen. Zusammengefasst,
Das Bild zeigt sich vielschichtig. Der Zusammenhang zwischen Architektur auf der einen Seite und auf der anderen Seite Staatsform, historischem Hintergrund und selbstverständlich sind reich an Berührungspunkten. Vor allem auch bei den Gemeinsamkeiten und den nationalen Spezifika. Es sieht so aus, als gäbe es keine einheitliche Formel, die den Gebrauch nationalromantischer, historischer, großer oder moderner Baustile erklären könnte. Die deutsch-polnischen Einzeluntersuchungen, so wie Barbara Miller-Lehns zusammenfassende Untersuchung der deutsch-skandinavischen Nationalromantik, zeigen allerdings, dass es große und bisher nicht ausgeschöpfte Möglichkeiten gibt, sich einem neuen Verständnis des Zusammenhangs von Nation und Architektur zu nähern, indem man eine vergleichende Untersuchung in einer Reihe europäischer Staaten vornimmt. Deutlich ist dabei, dass die architektonische Symbolsprache der Staaten für viele Zwecke und in vielen Zusammenhängen im Zentrum der Macht und an deren Peripherie verwandt wurde und verwandt werden konnte. Das hat mich zu der These geführt, dass man mit herausgehobener Deutlichkeit diese Mechanismen durch die Untersuchung einer Reihe von nationalen Grenzregionen darzulegen in der Lage ist. Meine geplante Forschungsarbeit will deshalb einen besonderen Blick auf eine Reihe von Grenzgebieten werfen und das, abgesehen von Fragen der Periodisierung der Nationalromantik, für den Zeitraum für ungefähr 1890 bis 1930er Jahre. Damit könnte es sowohl die Zeit 1890 zu 1914 umfassen, also eine Zeit, die von nationalen Problemen mit Wiedervereinigungs- und Separationsbewegungen in multinationalen Staaten gekennzeichnet war, und auch die Zeit 1918 bis 30, die von vielen neuen Reizungen und Veränderungen nach dem Ersten Weltkrieg gekennzeichnet war und den darauf befolgenden Bedarf für nationale Behauptung und Markierung. So wie ich am Anfang gesagt habe, das Forschungsprojekt Architektur bis hin zur Grenze gehört zur Forschungsstrategie Museum Sønderjylland, wo historische und kulturhistorische Fragestellungen vom deutsch-dänischen Grenzland bestimmt sind, aus denen vergleichende Studien auf europäischer Ebene entwickelt und erweitert werden. Nur auf diese Weise kann die Entwicklung der schleswischen Geschichte perspektivisch vermittelt werden, wobei sich die Entwicklung des deutsch-dänischen Grenzlands im Verhältnis zu anderen europäischen Grenzgebieten verdeutlichen lässt. Und in der Beziehung zu anderen hoffentlich beides gezeigt werden kann, dass Elemente in der Entwicklung des deutsch-dänischen Grenzlands singular sind und dass sie zugleich eine allgemeine Entwicklung auf europäischer Ebene repräsentieren. Solche vergleichende Perspektive ist ein großes Desiderat in der Geschichte und Kulturgeschichte des deutsch-dänischen Grenzlandes. Einer der ersten Projekte dieser Art ist das gemeinsame Projekt, das Museum Sønderjylland mit dem Süddänischen Universität Grenzraumforschungsinstitut im Zeitraum 2010-12 zum Thema »Als das Volk gefragt wurde« vergleichende Untersuchung von Volksabstimmungen und Volksabstimmungsgebieten nach dem Ersten Weltkrieg. In dieser Richtung zielten auch eine Reihe anderer Universitäts- und Museumsprojekte, so zum Beispiel eine Untersuchung des schleswischen Modells im Verhältnis zu anderen Minderheitengebieten in Europa, meine Projekte über Bauweise und Bauforschung und so weiter und so weiter. In diesem vorliegenden Projekt, das ich beabsichtige im nächsten Jahr, sind es die mehrjährigen Studien des Unterzeichneten zur Kulturbegegnung in Architektur und Baustil und das unbequeme Kulturerbe der deutschen Architektur in Nordschleswig, die danach verlangen, auf andere europäische Grenzgebiete erweitert zu werden und damit gleichzeitig sowohl die deutsche Architektur in Schleswig vor 1920 und die dänische Architektur in Sønderjylland, Nordschleswig nach 1920 in einen größeren Zusammenhang zu setzen. Jetzt zum Bildern. Wir sind ja am Hochkönigsburg in Elsass gelangen. Gehen wir jetzt weiter. Eben ein kleines Wasser haben. Ja, hier ist ein Beispiel aus Posen, Poznan. Das ist das auch das
Hauptpostamt hat das Krieg, Zweiten Weltkrieg überleben, restauriert worden und wird jetzt auch endlich von den Polen anerkannt als Denkmal. Und polnische Forscher aus der Universität Posens schreiben eigentlich, und es ist auch Artikel erschienen über das sogenannte Cäsarische Forum von Poznan, also Kaiser-Wilhelm-Stadtteil, auch mit dem großen Kaiserschloss von Posen. Ja, hier war das. Hier kommen wir nach Schleswig. Und eine der ersten Machtsymbole von Nordschleswig war die Haderslebener Kaserne. Groß und mächtig und nah bei der Grenze, natürlich politisch gemeint, aber in seinem Stil, deutsch, überhaupt nicht. Das war eine gesamteuropäische Ausgabe der spätmittelalterlichen Renaissance von Norditalien, für Backsteine sehr geeignet. Ein gutes Beispiel ist der Rossauer Kaserne in Wien, aber in ganz Russland und Baltikum und Schweden wurden auch Kasernen in dieser Stil gebaut. Vielleicht ein bisschen mehr deutsch ist diesem Amtshaus, also Kreishaus aus 1878 in Sonderburg, aber eigentlich ist diese historistische Neugotik der sogenannten Hannover Schule ja natürlich ein bisschen. Es liegt in der Kühlwasser vom der Interesse der Gotik in Deutschland um in der Mitte des 18. Jahrhunderts, aber dennoch kann diese Form von Gotik auch in Schweden und Russland gefunden werden. Dann kommt das echte Nationalromantik von Schleswig-Holstein und ganz Norddeutschland. Das ist dieser sogenannte Neustil. Das Element von den hanseatischen Gebäuden, von rheinischen Burgen und so weiter und weiter und mit Backstein und Formziegel und alles darstellte. Und das war eine öffentliche Bauweise, das eigentlich die neue Regionalismus von Norddeutschland unterstützte im Kielwasser von dem sogenannten Lampen-Renaissance, also Rembrandt und als Erzieher und alles das. Und das ist wohl in Schleswig-Holstein sowohl als Nordschleswig die wahre Nationalromantik. Hier ist das Kreishaus von Abtenrade, sehr gut erhalten. Hier ist ein Bahnhof von Grafenstein, sieht auch so nach. Hauptakteur der deutschen Nationalromantik in Nordschleswig war der Bauinspektor Jablonowski, Friedrich Wilhelm Jablonowski in Haderslebene. Er bestimmte das öffentliche Bauen in den Kreisen Haderslebene und Attenrade und hat sehr viel gebaut, auch vieles, das wieder verschwunden worden ist. Und dann zuletzt aber nicht mindestens die große Marinestationen von Mürwik und Sonderburg. Hier ist Sonderburg. Ich habe nicht ausgefunden, ob Kaiser Wilhelm wirklich gesagt hat, baut mir eine Marienburg, das ist ein Mythos. Aber er hat danach das Resultat sehr hervorgehoben und belobt. Also die ersten Skizzen waren von Franz von Zwechten, aber die Bauaufgabe wurde von einem jungen Architekt Eugen Fink übernommen. Und er hat diesen Marienburg-Stil ein bisschen in die mehr freie Jugendstil, wobei die etwas ein bisschen später Mürwik in Flensburg mehr stilkorrekt hanseatisch ist, also von Adalbert Helm, der Mann war, der in Mürwik die Aufgabe von Franz Schwächen übernahm. Hier sieht man jugendartige Einzelformen, aber der Gesamtausdruck ist ja sehr ordensburgartig. Und auch in der Stadt sieht man zum Beispiel diese alte Sonderburger Bank, sehr ähnlich von dem Knipsberg-Denkmal und verwendet diese Findlinge, die schon Lambeen als Material des Vaterlandes hervorgehoben hat. Und dann auch in den allgemeinen Jugendstilgebäuden zum Beispiel dieses
ehemalige Hotel zur Deutschen Eiche. Das ist so die mehr volkstümliche Nationalromantik, aber absolut national gemeint. Dann kommt eine ganz neue Bewegung, das strahlt von Tondern aus. Die Regionalismus, die Heimatschutzstil, das beginnt mit dem Bau des Kreishauses in Tondern 1907. Und dabei wurde auch die sogenannte Baupflege Tondern gegründet, die so ungeheuer Influenz auf die ganze gesamte Architektur von Schleswig-Holstein hat. Hier sieht man, das Gebäude ist noch ein bisschen nationalromantisch und holländisch auch. Aber schon kommen die deutsche Ausgabe, die Strömungen, die von, auch von den jungen dänischen Architekten in Kopenhagen introduziert wurde, unter dem Ruf Italien raus, Mögeltondern hoch. Aber diese echt Mögeltondernhaus, das war eine deutsche Forsthochschule in Tinglev. Und es wurde von drei echt Berliner Architekten gebaut. Paulus Dinklage und Lille, also keine Einheimische. Aber sie hatten das verstanden, das ist ja fast wirklich Heimatschutzstil. Und es steht noch da. Dieser ist der alte Reichsbank in Sonderburg von Anton Huber, einer der Mitbegründer des Deutschen Werkbunds. Und hier geht das Heimatschutzstil langsam in die neue Sachlichkeit über. Hier ist ein Beispiel, was die jungen dänischen Architekten, die so plötzlich ihrer, das dänische Nationalstil der besseren Bauweise im Westschlesischen erfunden haben. Sie haben, waren in Studienreisen und einer von denen hat für einen dänisch gesinnten Kaufmann in Scherbeck dieses Kaufmannshof gebaut und das ist wirklich mehr schleswig-holsteinische Heimatschutzstil als dänische bessere Bauweise, aber aus nationalen Gründen haben die beiden Bewegungen nichts von der Inspiration untereinander geschrieben. Sie haben wirklich Scheuklappen gehabt, aber sie haben ja doch die Werke voneinander gesehen und voneinander eng und stark inspirieren lassen. Hier sieht man das echte Mögeltondern, wo auch einer der Mitglieder der Baupflege Tondern so. Hier ist das alte, echte Mögeltonderner Haus und das ist ein neues Baustil und das ist nach 1920, aber man sieht hier. Und dann kommen zuletzt die dänische Bewegung in Nordschleswig. Die dänische, reichsdänische große Architekten von Kopenhagen holte, um ihre Bauwerke zu bauen als Beispiel und Symbole von Dänemark. Hier zum Beispiel das große Versammlungshaus Folkehjem, das heißt Volksheim, in Adenrade von einem reichsdänischen Architekt und als einem Anklang des großen grundtvigianischen Versammlungshauses in Kopenhagen. Und hier eine Kirche in Adenrade, Freikirche, also dänische Freikirche. Und das ist sehr ähnlich Kirchen in zum Beispiel Kopenhagen oder Odense. Und hier ist das dänische Versammlungshaus von Sonderburg von dem großen Architekten Nyrup, der als Erbauer des großen Kopenhagener Rathauses am meisten bekannt ist. Er hat auch in Sonderburg gebaut. Dann kommt 1920 und was ist ja danach gebaut worden. Viele Leute von Ihnen, die von Flensburg nach Sonderburg gereist haben, haben diese gute alte mittelalterliche Kirche gesehen, die um 1930 gebaut worden war. Und es wurde von einem Architekten von Ostdänemark gebaut und es war wohl eigentlich in seinem Stil wirklich als eine dänische Stempel auf einem Küstenstreiche, die noch ganz deutschsinnig war, gemeint. Und jedenfalls haben die deutschgesinnten Bürger von Rinkenitz wirklich ausgesprochen, so eine phönische Kirche gehört nicht bei uns.
Und sie haben so gespürt, das Stil ist fremd. Und das ist auch richtig. Also die schlesische Kirche sieht so aus. Dies ist eine echt phönische Kirche, die so an der Grenze platziert worden ist. Das ist nicht so provokatorisch wie Kaiser Wilhelms gebauten, aber das Inhalt ist ein bisschen dasselbe. Das neue Grenzstation, die auch alle von Ihnen kennen, in Krosau, wurde ja auch umgebaut und dies ist mehr noch Heimatschutzstil. Das heißt, die dänische Architekten nördlich der Grenze konnten auch nach 1920 Heimatschutz verwenden. Sie fühlten sich als unser Stil und es war ja auch durch diese jungen Architekten über ganz Dänemark verbreitet. Hier ist eine Schule in Bülderup-Bau. Das ist ein Beispiel der Backsteinversion des bessere Bauweise oder dänische Heimatschutzstil. Hier ist der Zollhof in Padburg und das sieht nicht sehr schleswig aus. Ich weiß nicht, wer der Architekt war, aber ist wie ein seeländischer Herrenhof gebaut und der Stil ist sehr allgemein dänisch, bessere Bauweise. Auch hier so ein nationales Inhalt darin gelegt worden ist oder ob es nur hübsch aussehen sollte, weiß ich nicht. Das könnte in Archiven ein bisschen weiter dargestellt werden. Hier ist auch die Hochschule von Fünshaf in Alsen. Und hier ist eigentlich ein bewusstes Beispiel, das Übertragen ostdänischer Kultur. Denn, also es waren zwei Hauptschwerpunkte der dänischen Hochschule. Kultur. Und das eine war in Asgård, nördlich der Königsau, und das eine war im westlichen Seeland in Vallekilde. Und in Vallekilde und Holbæk entstand eine berühmte Bauhandwerkerschule, also eine reformatorische Gewerkschaftsschule. Und die Architekten da bauten sehr bewusst altdänisch, altseeländisch. Und alle Merkmale dieser Gebäude auf Alsen kommen ja auch auf alte Kopenhagener seeländische Bauweise. Es hat nichts mit schleswischer Bauweise zu tun. Aber das war ganz bewusst. Sie haben durch diesen Gebäude sich an Vallekilde auf Seeland als familiar gemacht. Das ist die Vorderseite. Sehr schön. Hier ist ein Beispiel, was die deutschen Kolonistenhöfe vor 1914, also man hat damit versucht, südlich der Königsau-Grenze die Deutschtum zu verstärken durch Kolonisation und auch so kleine Pachthöfe gebaut. Und dieses Hof ist wirklich echt deutsch. Gewerkschulenstil. Und ein Haus und alles, es sieht aus, als ob es in westlichen Holstein liegt. Dafür hat man ja in ganz Dänemark und besonders in Nordschleswig nach 1920 eine Bodenreform durchgeführt, wo kleine Kartenstellen überall gebaut wurden und sie waren ganz bewusst dänisch. Und sie war das im Gegenteil zum den Bauen von Bauernhöfen, die ganz, was weiß ich, individuell war, wurde diese Bau von Insten oder Staatsinstenstellen zentral gelenkt und geregelt. Und daher war so eine ganz einheitliche Architektur hier durchgeführt von dem sehr dänisch gesinnten Architekten Jep Fink in Oppenrade. Hier ist ein Beispiel, sie waren auch weiß getüncht. Also Backstein und Weiß. Ja, auch kleine Merkmale, zum Beispiel die Schutzzaunen entlang der Rot-Weiß, das ist nicht zufällig, das ist bei dem Königsschloss von Grafenstein. Und auch das Schloss Grafenstein wurde umgebaut und alle Überreste von den Umbauten von den letzten Augustenburger Herzog Ernst Günther
entfernt und verdänischt. Ja, wie hat man dann mit den deutschen Gebäuden umgegangen? Ja, in den ersten 20 Jahren nach 1920 waren sie ja noch so neu, man hat sie verwendet, aber haben sich nicht darüber gefreut. Aber nach 1945 hat man ja damit begonnen, diese Gebäude zu entpreußen. Und zum Beispiel sind diese alle dumm. Was heißt das? Gerichtshaus in Admirale hat alle seine neugotische Dekorationen verloren und ist so ein bisschen dänisiert worden. Auch die Kirche von Sonderburg, sein Kirchturm war in dem Lutherjahr 1884 so mit Fialen und Spitzen von dem Flensburger Architekten A.W. Prade gebaut wurde und es wurde nach einer großen Instandsetzung so auch vereinzelt und entpreußt in den 60er Jahren. Ja, auch Dübeler Höhe ist verdänischt worden durch das Geschichtszentrum Monument für die nordische Freiwilligen und das große Siegesdenkmal, preußische Siegesdenkmal wurde ja 1945 gesprengt und erst vor 3 Jahren ist wieder eine Informationsplatte über das sogenannte Dübbeldenkmal aufgestellt worden. Was bauen denn die Deutschen heute in Nordschleswig? Ja, Deutschland, die Deutschen in Nordschleswig haben als ganz Deutschland zum Modernismus, als demokratische Architektur zugewandt und der Nordschleswiger sieht wie ein ganz allgemeines Bürohaus in ganz Dänemark aus, so wie auch in Schleswig-Holstein. Aber der Schiffsreiter Jepsen aus deutscher Gesinnung in Admirale, aus persönlicher Antimodernismus, führt eine sogenannte Jepsen-Gotik in seinen gebauten Turnhöhen, zum Beispiel sein Bürohaus an der Schiffbrücke. Ja. Ja. Und dann zuletzt, was tun wir mit diesem Kulturerbe? Ja, interessant ist es jedenfalls. Hier ist große Marinestation von Sonderburg, Beispiel der deutschen Nationenprojekt des Militarismus, des Aufrüstung. Aber auch die persönliche Kulturpolitik von dem Kaiser. Und da hinten liegt so überwältigend das siegende Projekt des nordischen Wohlfahrtsstaates mit seinem straffen Gebrauch des Modernismus. Was sagen wir immer? Was sagen Sie eigentlich von diesen Gebäuden? Ja, sie sind ja zeitlich interessant und es ist eigentlich eine Kunst, eine preußische Kaserne klein und niedlich zu machen. Aber dennoch, hier begegnen sie zwei, hier begegnen sie der beiden Nationen und dann ist die Gesamtheit ist ja wirklich als Kultur- und Nationenbegegnung bewahrenswertig, finde ich, und ein sehr gutes Beispiel, besser als jede Museumsausstellung. Das können Sie sehen, wenn Sie nach Sonderburg kommen. Und wir heißen Sie alle bei uns herzlich willkommen. So, hier, die Ende. Ja, vielen Dank, Peter Drausko. Ja, ich glaube, es gibt bestimmt noch Fragebedarf, wo wirklich ein Experten für das Thema da haben. Bitte schön. Die Nutzung der Marineakademie in Sonderburg, die ist doch jetzt nicht mehr der Marine vorbehalten, sondern das ist jetzt wohl aufgegeben seit ein paar Jahren. Wie wird das Gebäude jetzt genutzt? Also, die Marinegebäude wurden ja von der Marine in 1918 verlassen, aber wurden gleich nach 1920 von dem dänischen Armee, also Militär, übernommen und glücklicherweise hat die dänische Militär bis heute, jetzt ist es Offiziersschule für das dänische Militär,
Er ist immer sehr gut behandelt. Hat nie daran versucht, es in Preußen. Alles sind, ist da und ist das sehr gut. Die, zum Beispiel die Fenster, die sind so gut, gesund wie neu gebaut. Und ich habe sie immer sehr gelobt, dass sie dieses Stück echt deutsche Architektur so gut behalten haben, behütet haben. Jetzt ist die Frage, in dieser sagen wir Heimatschutz- oder Reformarchitektur in Dänemark in den 20er Jahren, nach dem Ersten Weltkrieg, also dieses besseres Bauen, da sieht man ja vieles, was man auf der Schleswig-Holsteinischen Seite nicht kennt, aber andere Teile von Deutschland. Wie war das denn eigentlich mit der Rezeption von Heinrich Tessenow? Wurde er gelesen in Dänemark oder wurde er auch als Deutsch abgelehnt? Nein, Tessenow war in Dänemark ganz bekannt. Ja, ja. Aber Tessenow wurde eigentlich als Inspirator des dänischen Neuklassizismus betrachtet. Und das heißt, also nach 1920 geht das dänische und das deutsche Architektur in je ihre Richtungen. Der deutsche in Expressionismus oder Art Deco und dann später in Modernismus und dann wieder zurück zum Regionalismus und Nationalromantik. Und die dänische Architektur ging in einen Neuklassizismus. Und daher konnte man in den 20er Jahren Heinrich Tessenow als Beispiel für diesen diskreten, dekorationslosen Stil verwenden. Die Beziehungen im hohen Architektur zwischen Deutschland und Dänemark waren ja sowieso, also in Dänemark lehnte man vieles Reden von Deutschland aus nationalen Gründen ab. Dennoch in Deutschland kannte man sehr viel von dänischer Architektur. Es erschienen ja diese Bücher Mebes um 1800 und Zopf und Ampere bei der Wasserkante und andere Alt-Kopenhagener, altdänische Architektur. Und das heißt, dass zum Beispiel Werke schleswig-holsteinischer Heimatschutzarchitekten Kopien von dänischen Gebäuden waren. Besonders zum Beispiel der alte Amtsbahnhof von Sonderburg, das ist in genau Kopie eines Herrenhauses aus Fünen. Und der Architekt Johann Tede aus Kiel war überhaupt nicht dänisch gelehnt oder gesinnt. Aber den anderen Weg, nicht so viel vor 1920, aber Tessenow war bekannt. Und in den 30er Jahren natürlich Bruno May und die Frankfurter Schule und alles so. Ja. Ich würde gerne mal den Blick auf die moderne Architektur, insbesondere von Gewerbebauten, richten. Wenn man da von Schleswig-Holstein nach Dänemark fährt, dann wechselt sich ab eine schlichte, einfache und ja, wenig inspirierende Architektur und man kommt nach Dänemark und da sind die Gewerbegebäude immer irgendwo viel attraktiver gestaltet. Ich würde gerne wissen, wie Ihre dänischen Architekten es schaffen. Es kostet ja ein gut gestaltetes Gebäude nicht mehr als eines, das hässlich ist. Wie schaffen Ihre dänischen Kollegen das, dem Bauherren zu vermitteln, dass man mit dem gleichen Aufwand mit einem vernünftigen Sinn für Formensprache und Proportionen auch schöne Produkte in die Landschaft stellen kann? Also wenn ich von Kolling nach Aarhus fahre, dann sieht man entlang dem Autobahn schreckliche Kasten, die ebenso hässlich sind als alles, was man entlang der deutschen Autobahnen findet. Ich finde nicht, dass wir daran besser sind. Vielleicht nur eines, dann wenn in allzu wenige Fällen
Gewerbebauherren einen echten Architekten anwenden wollen, dann hat Dänemark als ein kleines Land eine auf Gutem, im Guten und Bösen einen Architekturverständnis. Und das heißt, alle Architekten von Dänemark bauen in jedem Jahrzehnt gleich. Alles dieselbe Architektur und jetzt ist es viereckig und alles Glas, so wie alles schon in Sonderburg. Aber das heißt natürlich auch, dass so eine gemeinsame Qualitätsstufe gibt. Wobei in Deutschland ist natürlich die Architektur kommt von vielen Bauakademien und vielen Inspirationsorte und das, ich denke nicht, dass Qualität entlang der dänischen Autobahnen mehr als die deutsche ist, aber vielleicht ist das Eindruck von Dänemark, dass es ein bisschen mehr einheitlich ist, wenn es überhaupt Qualität gibt. Aber das meiste sieht ja schrecklich aus. Ich habe ja auch noch eine Notiz gemacht. Sie sprachen ja davon, dass sich die deutschen Heimatschutzarchitekten und die Architekten des besseren Baustils in Dänemark gerne jedenfalls nicht zugaben, dass sie voneinander abguckten oder abschrieben. Ich habe einen Namen ging mir durch den Kopf, das ist Herr Dall, meine ich, gewesen, der die Duburg-Schule in Flensburg errichtet hat. Und ich meine mich zu erinnern, aus seiner Biografie heraus, dass er hauptsächlich an deutschen Architekturschulen gelernt hat. Ich meine, in Darmstadt, ich stelle mir vor, das kann eigentlich ganz spurlos an einem vorbeigehen. Also wie stark sind letzten Endes die Einflüsse da doch gewesen? Gerade vielleicht deutscher Schulen, denn sehr viele auch dänisch gesinnte Nordschleswiger Architekten sind ja sicherlich dann auch in die großen deutschen Zentren gegangen und nicht alle nach Kopenhagen, um sich da inspirieren zu lassen. Ja, also das ist eine lange Geschichte. Also bis um 1908 waren auch in Nordschleswig von Architekten nur deutsche Architekten von Kiel oder Berlin. Es gab keine ausgebildete einheimische Architekten. Aber dann kam von 1907 bis 1920 eine kleine Gruppe von dänisch gesinnten, eingesessenen, eingeborenen junge Architekten. Und sie waren alle auf deutsche Gewerkschulen ausgebildet. Aber einige von denen waren nach der Kunstakademie, also Architektenschule in Kopenhagen gegangen, andere waren nach Darmstadt und so gegangen. Aber sie haben sich natürlich alles dafür verpflichtet, also haben sich als verpflichtet gefühlt, dänisch zu bauen. Und daher war ihr Stil nicht so verschieden. Und dazu könnte ich auch sagen, dass besonders in Darmstadt und in den süddeutschen Architekturschulen waren man ja früher voran mit dem Regionalismus zu beschäftigen und auch die regionale Traditionen zu einzunehmen, zu respektieren. Und daher, also in Bayern ist eigentlich das Heimatschutz früher durchgebrochen als in Schleswig-Holstein und in Schleswig-Holstein früher als in Brandenburg und Pommern, wo es fast keine Heimatschutz überhaupt gab vor 1914. So, sie haben auch in Süddeutschland gelernt, auf das Regionale oder Lokale zu sehen und da haben sie natürlich ihre Augen hoch für das besonders Schleswische. Aber es war eine Architekturdiskussion zum Beispiel ich habe darüber mehr in Nordelbingen vor 2 Jahren geschrieben. Es war eine Diskussion und zum Beispiel eine Rezension verschiedener nordschleswische Baumeister in Deutsche Bauzeitung war. Und dass ein deutschgesinnter Architekt Ziegern in Haderslev wurde vorgeworfen, dass er zu deutsch in Nordschleswig baute und ein dänischgesinnter Henrik Kamm wurde vorgeworfen, er baute zu jüdisch, aber das war hat keinen Sinn, er baute zu dänisch, zu viel von Kopenhagen inspiriert. Aber das war die Meinung der jungen dänischen Architekten, sie wollen keinen Regionalismus, sie wollten dänisch bauen,
Aber wenn sie dänisch bauten, bauten sie schleswig, weil die alte schleswische, westschleswische Architektur als Vorbild für das nationale Architektur in ganz Deutschland durch bessere Bauweise, durch die sogenannte Hochmöbeltondern ausgebreitet war. Und das heißt, Giebel und Erker und Friesengiebel, das sieht man in Kopenhagen und Willenviertel ebenso viel wie in Sonderburg oder Tonderner Willenviertel. Sie fühlten sich dänisch, aber bauten fast dasselbe wie die schleswig-holsteinischen Heimatschutzarchitekten, die natürlich regional antipreußisch bauen wollten. Aber nicht dänisch natürlich, sie waren ja. Verstehen Sie? Also dasselbe kann Ausdruck zwei Ideologien sein. Aber das können Sie in Nordelbingen lesen, da habe ich einen Artikel von Herrn Lohmeier übersetzt worden. Italien raus, Hochmöbeltondern geschrieben. Aber dies, von diesem, was ich heute erzählt habe, davon habe ich nicht geschrieben. Das ist mein Forschungsprojekt im nächsten Jahr. Aber ihr seid die, eigentlich die Ersten, die davon gehört haben, außer meiner Kollegen im Sonderburger Schloss. Also ich finde, das ist noch mal kurz ein ganz interessanter Ansatz, es wirklich mit allen anderen Grenzregionen oder mit anderen Grenzregionen Deutschlands zu vergleichen. Also wirklich das, was jetzt was fehlt. Auf dem Tisch drunten da habe ich, ja, ich könnte vielleicht hier stehen und die wichtigste Werke da zeigen. Die Hefte sind auch zu mitnehmen, die da vorne noch liegen. Das ist das Ergebnis schon der ersten Vergleichsstudie zwischen den Abstimmungen von 1920. Ja, es gibt nur einige Mappen. Hier ist ein Buch, das heißt Geborgene Schätze des Grenzlandes. Das ist ein schlechter Titel. Es handelt von dänischer Architektur in ganz Schleswig-Holstein, also von Blankenese bis Adenrade. Und es ist ein Versuch, die Dänen davon wieder bewusst zu machen, dass ein Teil unserer Kulturerbe in Schleswig-Holstein liegt. Und dann die beiden, das ist das Buch von Barbara Miller-Lane. Und hier sieht man an der Vorderseite die große nordische Ausstellung von Nyrup in Kopenhagen 1888. Das ist Wikingerstil, dänischer Nationalromantik, aber sehr für Dänen ein bisschen provozierend. Ganz mit deutscher Nationalromantik und schwedische und finnische verglichen. Und dann diese große Einzelstudium Architektur im Grenzraum, das öffentliche Bauwesen in Elsass-Lothringen mit all diesen. Und dann aus Posen gibt es nur einige Artikel von Jens Kuratowicz, die meisten in Polnisch, aber zwar glücklicherweise. Zwei in Deutsch, das ich gelesen habe. Sonst nichts, aber vielleicht könnte ich in zwei Jahren auch einen Buch schreiben. Ja. Ja, Peter Daus, vielen Dank nochmal für den Vortrag. Das war wirklich spannend. Und ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und dass Sie Zeit gefunden haben. Vielen Dank.